Mir macht das sehr viel Spaß. Ja, los. Hunde verdampfen auf den Bürgersteigen, Tauben verpuffen, der Teer auf den Straßen schmilzt mit den Sommerreifen um die Wette, das Jugendwort des Jahres ist Klimaanlage und der Preis für eine Kugel Eis ist auf einem Rekordniveau. In den Kaufhäusern kämpfen keifende Kunden um die letzten Planschbecken und Supermarktmitarbeiter sind ständig damit beschäftigt, Menschen davon abzuhalten, in die Kühltruhen zu klettern. In den Führungsetagen sitzen Entscheidungsträger und überlegen, ob sie an den Klimawandel glauben sollen oder nicht. Hühner legen gekochte Eier, Schmelzkäse schmilzt in den Einkaufskörben, bum bum, Eis ist Mangelware. Allein für den eisgekühlten, viel zu harten Kaugummistiel zahlt man auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen. Der Dresscode in den Büros, Unterwäsche. Und das Militär wurde mit Wasserpistolen ausgerüstet, aber sie sind zu wenige und das Wasser zu knapp. Die Industrie ist sich nicht sicher, ob wir es nicht einfach mit einem ganz normalen, krass warmen Sommer zu tun haben. Sonnencreme ist ein Luxusgut, in den Freibädern spielen Bademeister mit den Gästen Tetris. Jeder will ins Becken. Sonnenstudios melden Konkurs an und leihen ihre Mitarbeiter direkt an die Getränkemärkte aus, denn hier ist richtig was los. In der Politik wird darüber diskutiert, ob man etwas unternehmen sollte und wenn, ja, was. Das Bildungssystem ist gescheitert, jeden Tag hitzefrei und auf Snapchat gibt es jetzt Eiswürfel statt Flammen. Der Wetterbericht ist obsolet, es war heiß, es ist heiß, es bleibt heiß. Regen ist ein Mythos, in den Gärten wächst nichts. Ich versuche an etwas Kaltes zu denken. Einen frischen Bergsee, kühlen Wind, Schnee, bum bum Eis, Schlittschuhlaufen. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zum Schlittschuhlaufen. Ich hasse Schlittschuhlaufen. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, etwas wird furchtbar und dann ist es doch total gut? Ich nicht. Das letzte Mal Schlittschuhfahren war ich vor einem Jahr mit meinem Patenkind Carla. Wir haben 3 Stunden auf dem Eis verbracht. Sie hatte mächtig viel Spaß. Ich nicht. Aber was soll ich sagen? Es gibt auf dieser Welt nur einen einzigen Menschen, der nicht nur aus anatomischen Gründen zu mir aufschaut. Also bleibe ich dran. Ich quäle mich wild mit den Armen wedelnd einsam über das Eis, während selbst Kindergartengruppen mich spielend umrunden. Kinder können sehr schnell lernen. Und Kinder kennen keine Angst. Selbst dick eingepackte, winzige Wonneproppen mit Bommelmützen, die ohne Mamas Hand nicht stehen können, gleiten grazil über das Eis und drehen putzige Pirouetten. Dass ich Kinder nicht immer überlegen bin, weiß ich, seit ich mal auf einem Kinderspielplatz in einer Röhrenrutsche stecken geblieben bin. Und mein Kumpel Udo mich mit 5 Litern Rapsöl rausfetten musste. Nachdem ein Spielplatzkind mit seinem Smartphone den YouTube-Hit »Dicker Mann steckt fest« hochgeladen hatte. Auf der Eisbahn gebe ich nicht nur einen Pfand, sondern auch meinen Stolz an der Kasse ab und bekomme eine Fahrhilfe. Meistens sind das coole Pinguine oder weiße Wale. Vielleicht auch mal ein frecher Eisbär, die mit Kufen unter den Füßen vor einem über das Eis rutschen. In meinem Fall ist es ein hässlicher Zwerg. Ein Zwerg, dem rechts und links 2 Griffe im Kopf stecken. Außerdem ist er verkehrt herum auf den Kufen montiert. Ich schiebe also ein kleines Wesen vor mir her, das mir permanent in den Schritt starrt und die anwesenden Erwachsenen sichtlich nervös macht. Die coolen Kids haben dafür richtig Spaß. Sie reisen auf mich zu, bremsen kurz vor der Kollision, bepulvern mich mit Eis, ziehen mir den Zwerg weg und lachen. Dann kommt eine Lektion. Die Betreiber der Eisbahn erkennen, dass man den Schuppen mit der Eismaschine besser abschließen sollte. Die Jugendlichen, wie schnell man vom Jäger zum Gejagten wird. Und ich, wie dumm es ist, mehrere Straftaten zu begehen, wenn man seinen Personalausweis als Pfand abgegeben hat. Zurück zur Wohnung. Vor meinem Fenster dreht ein Mann mit einem solarbetriebenen Auto seit 3 Stunden lachend runden um den Block. Bahn- und Bussitze sind schweißgetränkt. Der Unterschied zwischen Sauna und Wohnung besteht lediglich im Aufguss. Rentner kollabieren, Stromnetze schwanken, das Rattern der Ventilatoren dröhnt dauerhaft in den Ohren. Die Sommermode besteht aus groben Mustern, um die Schweißflecken zu kaschieren. Aber wir überlegen immer noch, ob jetzt wirklich schon Zeit ist, was zu ändern. Dankeschön. Kuckuck. Es ist un...